So, jetzt. Das war eine ganz schlechte RP-Situation. Also. Ich sage mal. Hallo und herzlich willkommen bei einer. Mensch, jetzt mach doch mal einen richtigen Gruß hier. Bei einer weiteren Session von Crazy Five YouTube. Auch wenn wir heute mal nicht zu 6 oder 5 sind, sondern nur zu 4. Wir haben Enrico wieder mit am Start. Dann haben wir da den salzigen Kevin. Und da haben wir Sven. Die das heißt Yvonne Blonde, ist heute das heißt leider hier. Okay, heute ist es der ruckelnde Kevin, den man kaum versteht. Okay. Und zwar, ja, Yvonne ist heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei, leider. Und der Peach hatte mal wieder seine Emotionen nicht unter Kontrolle, der hat seinen Controller geschrottet. Deswegen kann der heute nicht mit dabei sein. Und jetzt überlegen wir uns gleich noch, was machen wir jetzt? Also Playlist? Ich hab mal Bock wieder auf Überlebenskampf zum Anfang. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, wir können aber auch Playlist machen. Okay, ich sehe gerade die... Nicht alle auf einmal. Die Freude hält sich gerade in Grenzen. Mir ist das egal. Wie gesagt, mach das, was ich mache. Willst du nicht auch noch schnell noch Intro machen, Kev, für deine... Ja, genau. Das auch natürlich... Ich hoffe, dass man mich jetzt ein bisschen was besser versteht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr ausgemacht. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei einer neuen Folge, einer neuen Aufnahmesession von ja, Crazy Five YouTube. Leider heute nicht zu sechst, sondern nur zu viert. Aber ich glaube, das meiste hat Markus auch schon gesagt bei sich. Ja. Ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Heute mal kein Sex, Sex. Ach doch, wir haben doch hier, wir haben hier was Blondes, aber das gehört mir. Nein, Mutti. Komm her, Schnecke. Warte. Kev Gaming und die Abenteuer mit Transgender. Bitte was? Moment, extra von Kevin. Ich unterbinde das. Ah, toll. Ohne gefällt mir lieber. Ja, also ich hätte entweder noch meine eigene überarbeitete Playlist im Angebot oder eine random Playlist, die ich von Rockstar Social Club runtergeladen habe. Dann machen wir die eigene. Ich glaube, die war eigentlich ganz witzig. Obwohl, wir können ja fangen wir mit den Social Club Dingern an. Komm. Und dann kann man ja immer noch sagen, wie es aussieht. Und wenn wir Bock drauf haben, dann wir immer noch wechseln. Ja, also mir wäre eigentlich auch jetzt gerade mit dem Zustand die random lieber, weil meine eigene würde ich dann doch wegen den ganzen Teamspielen doch lieber wieder spielen, wenn wir wieder genau, zu sechs sind. Das ist schon klar, Kev, das wissen wir. Das brauchst du uns nicht so zu simulieren, was du bist. Nein, das Geräusch passte gerade in dem Moment, wo ich die Aktion gemacht habe, startete Heli. So. Hört man mich jetzt wieder besser oder sagen, immer noch so? Stürzen wir uns ins Abenteuer, yeah! Genau, stürzen wir uns in den Tod. Aua, das hat ja wunderbar funktioniert. Oh, ernsthaft. Jetzt explodiert wieder alles. Warum explodiert gerade alles? Was denn? Hä? Ich übernehme keine Haftung für alle getroffenen Personen. Oh. Und für Kevins Internetleitung. Dann muss ich das in der nächsten Folge mal ganz kurz, das Internet mal kurz wieder neu überprüfen hier. Das ist der Luico. Boah, ernsthaft. Wer hat Kopfgeld von euch und warum? Ich, weil ich das Motorrad geklaut habe. Läuft. Geh weg. Aber unschuldig. Wie, die haben dich alle verfehlt. Geh weg. Eingeladen seid ihr schon mal. Okay. Wir kommen, also ich komme auf jeden Fall. Ach, weil der Rede ein bisschen aggressiv ist. Ja, der stört wieder so ein bisschen die Atmosphäre. Ich brauche wieder gehen. Nein. Geh wieder schlafen. Quatsch. Euch mehr davon. Schlaf ist überbewertet. Nee. Doch. Schlaf richtig.
ist doch wieder Last Team Standing. Das ist, glaube ich, aber diesmal was anderes. Das ist hier dieses Rockets gegen irgendwas. Eine Fahrzeuge. Hm. Sind da drinnen? Seid ihr alle da? Ja! So, da bin ich wieder. Können wir loslegen? So. Ja. Enrico? Wir warten nur auf den Horst. Jo. Du bist doch da. Nee, wir haben auf dich gewartet. Ich bin der Host, du bist der Horst. Mit dem Unterschied, dass er ein kleiner ist. Was? Sagte er ja. Oh ja. Klar. Ach, da geht das schon wieder los. Ich bin hier mit dem. Alle, es ist kein Teufel. Das sah auf dem ersten Blick aus wie so ein Teufel. Das ist eine komische Maske. Oh. Ach, wir stehen oben. Das heißt, ihr müsst uns quasi jagen oder was? Ne? Ja, das ist der Modus, den du dir gewünscht hast. Ich bin im Team Fahrer. Kev. Hä? Nein, alles ist gut. Den ich sag ja nicht. Den wolltest du um in den Spinning-Modus. Ja, alles gut. Ich mach das. Wird schon irgendwie werden. Halt, Moment. Ah, ich wollte gerade. Polizei sogar noch. Also, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall da runterschießen, ne? Boah, schade. Alter, wir uns jetzt. Wir müssen uns jetzt eine neue Internetleitung für Kev besorgen. Ja. Ja, ich starte es in der nächsten Folge nochmal neu. Jetzt will ich zur nächsten Aufnahme. Weil ich wundere mich eigentlich, ich habe gerade eigentlich weder was runter noch was hoch. Ja, er bringt jetzt mal selbst um. Das war jetzt uncool. Ja, da flog eine blonde Leiche runter. Oh, ernsthaft, ich kann da nicht hochklettern? Nee, eigentlich nicht. Das geht doch nur fresh los. Aua. Gott. Du bist auch intelligent. Ich wollte da hochfahren, und aber ging nicht. Danke. Ja, du hattest einen guten Flug. Hä? Was war jetzt los? Hast du den Joseph umgebracht? Ja, der wollte mich abschießen, hat in die Kisten reingeschossen. Nein, ich hab dich getroffen. Du bist genau vor mir geflogen, also hättest mich so oder so erwischt, aber. Na gut, nächste Runde wird besser, was wir sehen. Übrigens habe ich Kevin getroffen, das war mein Ziel. Naja, ist klar. Na, Kevin ist ja kein. Na, Kevin ist ja kein Ziel, das ist ein Opfer. Klappe. Gut, dass ihr noch nicht in der Crew seid, das heißt, ich kann dir aber noch mal Veto einlegen. Gut, dass ich wieder raus bin. Spaß. Das ist aber schade, eigentlich, dass ihr den Crew-Tag nicht dahinter habt. So, ich glaube, jetzt sind wir oben, ne? Was ist das denn für ein geiles Tor hier oben? Ich wollte gerade sagen. Was ist das denn? Da kommt man gar nicht hoch. Oha, hä? Warum hab ich Kopf? Ja, es war gemeint von Anfang an. Nein. Direkt. Herzhaft? What? Ich glaube aber, weil ich dich quasi. Scheiße, Mann. Du bist auch gestorben. Ja, gut, wenigstens etwas. Das heißt, ich habe dich doch mitgenommen. Eine Rakete, ich glaube, ich habe dich doch getroffen, ja. Ja, natürlich. Sonst wäre ich ja nicht gestorben.
Ja, ich glaube dann deswegen hast du mich da noch mitgenommen. Weil dein Fuck da noch erwischt, mich erwischt hat. Naja, mein Fuck ist nach unten gefallen. Du bist durch die Explosion gestorben. Das kann doch nicht wahr sein. Ist egal. Ich verstehe aber nicht, warum mein Wagen nur zwei Raketen ausgehalten hat. Hat die erste getroffen, oder was? Ja. Okay. Nee, die dritte. Die du da einfach random in das Feld reingeschossen hast. Okay, weil es hat nur... Oh! Geht das schon wieder los mit dem Markus? Katastrophe. 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 Markus ist ein Deathmatch-Spieler. Der suchtet das, der kann das alles auswählen. Was haben die können, das Auto fahren. Ekelhaft. Das geht auch schon mal richtig schlecht los hier. Nee, Kevin, der kann sich die ganze Zeit punkten, obwohl er gar nichts macht. Ja, was gar nichts macht. Das kennt er schon. Ich hab dich mitgenommen. Der eine hat ein Joypad-Problem, der andere hat hier ein Mikro-Problem. Ey, Leute. Ich glaube, Markus und ich sind die einzigen, die keine Probleme haben. Ich bin mir bei dir nicht sicher, du hast genug Probleme. Ja. Was die Konsole angeht. So. Oh, zu hoch. Jawohl. Ne, warte hoch. Nein, ich hab dich erwischt. Nein. Bei mir bist du runtergeflogen. Ja, warum stehe ich noch hier oben? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich dich doch mitgenommen, aber egal. Das war schon knapper. Das war ganz knapp, Alter. Das war ein Millimeter. Kevin, komm. Sven will, dass Kevin kommt, das ist ekelhaft. Ja. Ui! Jawoll! eigentlich überhaupt gar nicht getroffen. Doch! Nein. Ich glaube, du hängst ein bisschen. Ja. Ein bisschen viel. Ich würde gerne deine Aufnahmen sehen. Nee, bei mir läuft alles wunderbar. Ja, das merkst du ja auch selber so. Nicht. Ja, dann. Das ist beim Formel 1 genauso, da merkt der selber denkt auch, alle anderen haben Kack-Internet. Bei GTA, ey, wenn einer... Ja, ich probier's gleich mal neu zu starten. Hier auf der PlayStation zumindest. Das wird nicht viel bringen. Ja, dann, sonst steige ich aus heute. Kevin, sei doch nicht so... Ja, wenn's nicht läuft, dann ist scheiße. Also ich meine hier mit dem Internet. Hast du überall WLAN ausgemacht alles? Ja, hab ich. Ja. Du bist Teamfahrer und steigst in der Beifahrerseite ein. Was ist denn mit dir falsch? Alter, zieh nur dieses Auto über mir drüber fliegen. Ich hätte jetzt beinahe erwischt. Oh, eine Rakete, habt ihr das gesehen? Boah, der war knapp. Ja, nein. Oh Mann. Oh. Was machst du denn? Du hast mich mit dem Ding da runtergehauen in dem Moment. Weil du dich gedreht hast, glaube ich. Bin ich runtergefallen. Bin ich gestolpert runtergefallen. Egal. Mist. Der steht hinter der Wand. Da geht runter.
zieh da nur eine Rakete sofort tot. Ich wurde vorher nicht einmal getroffen. Der hält hier drei aus. Markus und ich. Das wird wieder lustig. Guter Welt eingefallen und sterb einfach. Und steht ein Auto im Weg. Das war knapp. Ich hab's kommen sehen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Mann! Der war geil! Der war geil! Auf Helm ist, dass die Landung immer so lange dauert. Ja, weißt du, was das Geile gerade war, Sven? Ich hab über dich drüber geschossen, du bist praktisch genau in meine Rakete reingelandet. Oh. Nee, das Problem ist, dass ich immer zu hoch geflogen bin, sonst hätte ich dich öfters erwischt. Bist du zu langsam? Landest du dagegen? Bist du zu hoch? Fliegst du drüber, ist Quatsch. Wir sind so hoch geflogen. Jetzt geht das schon wieder los. Aber ich muss mal sagen, in der Runde wart ihr jetzt ganz schön alle ruhig, ne? So. Bist du tot, darfst du nicht reden. Ich wundere mich gerade, dass das, dass ich in der Luft spawne, weißt du, dann runterfällst. Ja, gut, das habt ihr wohl die ganze Zeit. Ich dachte, das ist normal. Ja, es ist anscheinend auch normal. Ist das jetzt wieder ein bisschen besser mit dem? Okay. Manchmal ist es gut und dann hast du ja so einen Moment, wo du halt... Ich hab die Playstation gerade umgestellt. Kann sein, dass der Empfang von der Playstation ein bisschen anders, ein bisschen komisch ist. Und nochmal, ich sitze bei mir heute im Schlafzimmer. Fürchte ich daran. Ich hab die jetzt an einen anderen Ort gestellt. Mhm. Ach, schade. Kannst du vergessen, mein Freund. Ja, warte, ich krieg dich doch, Blondie. Oh, Kevin. Ich bin angesprochen. Alter! Ich krieg dich noch. Mist! Ich kam nicht schnell genug weg. Ah, ja. Ah, verdammt! Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hast du es dann doch geduckt oder so. Ich hab eine Sushi-Rolle gemacht. Ja, meine Sushi-Rolle, ja. War Kevin schon wieder weg? Nein. Nee, Markus. Markus ist raus. Aber jetzt. Ja, am Arsch. Du hast dich mal getroffen. Nein! Ich schieße mich schon noch selber über den Haus. Nein! Nee. Ich hab zu flach gespielt, ey. So ja, flach wie deine noch... Witze. Tada. Och, ist das zu Mäusemelken. Was hast du immer mit dieser... Wer ist jetzt? Wohin? Jetzt? Faste! Ach, Mann! Das war zu früh. Kann jetzt endlich mal sterben, dieser Kevin? Nein. Enrico, fall mal runter. Immer nicht du. Jedes Mal jagt mich selber in die Luft, das geht aber bald nicht mehr. Ach, verdammt! Ich muss mal sagen, der ganze Aufbau ist schon echt krass hier. Also, da hat echt jemand viel Zeit investiert, um das hier alles so hinzustellen. Na, die Paletten hätten wegfallen müssen, dass wirklich nur diesen Streifen hat. Okay, das war ein bisschen weit weg.
Jetzt aber, wo ich mal nicht gestorben bin. Kann man wieder erinnern. Ja, komm her, komm her. Ja. Alles gut. Ja. Das Sven schießt sich wieder selbst über den Haufen. Katastrophe, man kennt's. Ja. Jetzt wird man wieder auseinandergenommen. Wie viele Gewinnrunden haben wir? 4. Weiß gerade gar nicht. 7. Ich glaube, ich stehe 3-2 vor uns. Ich finde die Karo eigentlich um Mist. Beide auch nicht. Oh, schade. Die hält wirklich nur den Schuss aus. Ja, sag doch. Ja, also wenn du stehst, hält die nur einen Schuss aus. Wenn du fährst, hast du das drei. Markus, jetzt hat's so leicht gespielt. Du Arschloch, Alter, du bist in den scheiß Tank geflogen. Gar nicht schlecht eigentlich, die Idee. Aber das hast du, glaube ich, selber rausgeholt. War Rico. Nicht geplant. Ja. Mal doof war's nicht. Du bist fettig. Der Haupt einfach schon. Du bist ja schlau. Markus, was war denn jetzt los? Ach, das war jetzt knapp, ne? Das willst du. Ich seh's nicht. Du meinst da, wo ich auf der Seite lag? Hm. Lol. Das war. Hä? Nice. Wie schnell der nach unten geschossen hat. Weil das war's, sobald du unten bist. Ich stand direkt auf der Ecke. Naja. Ja, da stehst du öfter. Meinst du, steht ja in der Ecke. An der Ecke. Da auch. Das ist eine geile Kulisse gerade gewesen mit dem Geld. Ja. Das war allgemein auf jeden Fall eine geile Map, muss ich sagen. Hat ja. Spaß, doch Spaß gemacht, ja. Muss man lassen, ja. Ja. Markus, wann sehen wir sowas von dir? Hä? Das dauert noch ein bisschen, bis ich da so weit mit dem Editor bin. Ich bin so durch. Ach, toll.